Schauen wir mal, wie ich das Video zusammenschneide, wenn ich so viel Material filme. Oder? Aber du sagst, es ist rutschig. Ja. Aber der ist ein Schlamm. Ich habe die Chefin gleich zurückgeschrieben und gesagt, oh sorry, wollte ich nicht. Bist du oben drauf? Ja. Okay. Vielen Dank. Alles festhalten. Das ist ja festhalten dann, ja? Ja. Wahnsinn, oder? Ja. Eine kleine Höhle. Da nicht rein. Ne? Da passt man nicht rein. Ja, Wahnsinn, gell? Jo.
Wahnsinn. Ja, Jungs. Positive Energie. Ja. Weiter. Ja. Unglaublich, oder? Meine Stufe ist hier, oder? Nein, ja. Eine Runde Bahn? Auf jeden Fall! Hätte mir nicht zu klären, wie ich das mache. Filmen und aufhören. Das ist wichtig. Ja. Irgendwie. Für YouTube alles. Sind wir noch eine? Ja? Wahnsinn. Thank you.
danke. Ich bin echt gespannt, wie es wirkt, wenn ich nur den Weg filme. Ich werde noch mal beim Haus vorbeischauen. Ja, verlassene Gebäude. Oh, was machst denn du da unerlaubtes? Steht nichts dran, dass man das nicht darf, oder was? Ja, ich steht nichts dran, aber kann man mal was auf uns erwartet, würde ich sagen, oder? Und leider ist der Akku von der Kamera leer gegangen. Jetzt muss ich provisorisch umsteigen auf dem Handy. 60 Meter. Und irgendwo soll da ein Aussichtspunkt sein. Und den schauen wir mit euch mal genauer an, was auf uns da erwartet. Und ich glaube, es erwartet auf uns was Großartiges. Ja, bist du. Alter Schwede! Näher kommen! Folge mir! Die Aussicht ist unglaublich!
Schau dir das an. Hammer. Schau dir das an, ne? Ah, krass. Cool, oder? Ja, das ist ein Aussichtspunkt. Der Aussichtspunkt. Keine Ahnung, warum die so abgesperrt ist. Ne? Selfie, ja. Gib mir die andere an. Selfie. So, liebe Freunde, haben wir noch eine kleine, wunderschöne Höhle gefunden. Ne? Leider ist nur so eine kleine, feine Höhle. Da gibt es nicht mehr weiter leider. Aber wie unglaublich. Liebe Leute, eine andere Perspektive Video sein, wo ich nicht so oft zum Sehen bin, sondern es ist einfach ein Kesselfall-Klamm-Weg in der Steiermark, wo ich mir gedacht habe, man muss den Weg filmen und die Natur und die Treppen und Leiter und die Sprossen, wie hoch zum Gehen ist, dass ihr mal eine andere Perspektive habt. Und ja, hier ist eine kleine Höhle, die haben wir auch besichtigt. Claudius, was machst du gerade? Ich bin hier gerade Wipfel und mache da Honig draus. Von Tannen. Wirklich? Von der Fichte, ja, genau. Erzähl mir ein bisschen was. Die jungen Wipfel, die hier, die sind ein bisschen heller. Mhm. Und meine im Fokus? Die wachsen hier vorne quasi so raus. Ja. Die kann man dann ganz leicht abzipfen. Okay. Und dann packt man die in Wasser mit Zucker und ein bisschen Zitrone und Zitronenabrieb können wir auch mit rein. Und aus dem aufkochen. Hört mal her. Aufkochen. Und aus dem kann man dann quasi. Ja, so eine Art Sirup ist es eigentlich. Yeah. Aber das ist zum Beispiel dann gut, wenn man mal Halsweh oder so bekommen sollte. Okay. Kann man einfach davon einen Tropfen in die Halsmilch oder so. Mhm. Wenn ich jetzt hier einen Förster sehen würde, ja, würde er es nicht so geil finden. Und liked Ismail's World. Wir werden weiter solche Ausflüge machen. Auf jeden Fall. Und ich werde immer wieder mal mein Naturwissen auspacken. Macht's gut. Und ab in die Tasche. Und ab in die Tasche. Und ich würde sagen, ich hoffe, die Schärfe passt. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Abenteuer auf meinem Kanal. Ismail's World. Ciao.